So, weiter geht's in der Hauptmission. Ein fast leeres Plätzchen. Das hört sich ja richtig süß an. Schauen wir mal. Der Bunker. Clara glaubt wirklich an diese Legende. Und Tobias war ziemlich aufgeregt. Mythen interessieren mich nicht. Aber wenn ich Niki zurückkriege, soll's mir recht sein. So schaut's aus. Schaut aus wie ein riesen Gangversteck. Könnte lustig werden. So. Brücke hacken. Hast du Tobias gefunden? Hab ich. Und? Wir spielten Poker, redeten ein bisschen. Was hat er gesagt? Clara, es gibt ihn. Hab ich ja gesagt. Geh nicht ohne mich rein. Bin unterwegs. Keine Sorge, ich muss den Strom wieder anstellen und dann noch den Eingang finden. Ich sehe dich da. Okay, coole Sache. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir da ungesehen reinkommen. Oder ob da überhaupt irgendwas los ist. Oh, ein Audiolog nehme ich mit. Ingenieur Nummer 1. Aha, die scheinen hier auf diesem Gelände hier verteilt zu sein. So, es ist natürlich mal wieder die große Frage, wie kommen wir in dieses Gebäude rein? Tür geht nicht auf. Ach komm, kann ich jetzt einmal außen rum rennen oder wie? Scheint so. Da ist ein Lift. Fahren wir mal hoch. Der ist wieder. Er ist wieder die Tür zu aktivieren. Ah, hätte ich das jetzt irgendwo wieder von unten machen müssen, oder? Kamera. Da ist noch eine Kamera. Und da muss ich die Tür entriegeln. Okay, da geht's runter. Mei, da wäre ein fetter Lift gewesen. Na gut. Aktivieren. Nummer 1. Noch 2. Jawohl. Gut. Telefon. Der Generator ist gerade angesprungen. Wir brauchen mehr Power. Siehst du einen Eingang? Wie würde Blum wohl so einen Ort verstecken? Ich hoffe auf einen geheimen Aufzug. Du ziehst einen Hebel und der Boden fällt in eine Geheimbasis unter der Erde. Unter Wasser? Wir sind auf einer Insel. Ich meine ja nur, dann oben. Eins der Gebäude. Ich suche weiter. Genau, such du mal. Ich suche auch. Abfahrt. So, da hinten gehen wir zuerst zu dem hier. Da komme ich nicht rüber. Aber da komme ich. Nee.
Oh, wie komme ich jetzt da wieder hoch? Oder rüber, oder hoch, oder runter? Okay, dann machen wir es halt so. Oh, ein nächstes Audiolog. Du hast endlich meine Datei gefunden. Zum Glück. Nur 5 Pizzaläden waren noch übrig, bei denen ich dir was bestellen konnte. Ich hoffe, dein Freitagsdinner hat dir geschmeckt. Bei den 38 Pizzen wird ja was für dich dabei gewesen sein. Hey, sieh's von der positiven Seite. 2 waren umsonst, weil die Lieferjungs zu spät kamen. Hey, wie komme ich jetzt da wieder rüber? Gib dir Mühe. Da hinten über die Straße, oder? Schauen wir mal. Hinten sind Penner, okay. So. Können wir hier irgendwas machen? Scheint nicht so. No. Genau da dahinter, oder? Oh, klasse. Gerade eine Kamera? Ja, da ist eine Kamera. Muss ich nur noch auf die Kamera zugreifen? Jetzt, schauen wir mal. Da ist ein Lift. Das heißt, ich muss eigentlich da aufs Dach hochkommen. Dann könnte es was werden. Das heißt, es könnte doch hier mit diesem Container. Mei, du bist ab und zu schon ein Bewegungsligastheniker, oder? Mei, spring halt dann, echt. Na. So. Ja, diese Sucherei. Am Anfang war es noch ganz lustig, aber irgendwann kann es auch mal ein bisschen nerven. Gehst du da rein? Gut, dann haben wir somit den nächsten Generator gefunden, den wir jetzt anschmeißen. Zack. So, fast geschafft. Bringst du uns online, wenn wir drin sind? In meinen Kreisen ist das der Fund des Jahrhunderts. Wenn ich's vermassle, gebe ich meine Hackerkarte ab. Du hast tatsächlich eine Hackerkarte? Bring uns rein. Vielleicht zeige ich sie dir eines Tages. Ich arbeite dran. So. Der nächste Generator wartet auf uns. Am besten ist, wir gehen den gleichen Weg wieder zurück, weil sonst wird das ein Trauerspiel. So. Irgendwo weiter oben. Wahrscheinlich komme ich genau da hinten mal wieder nicht über den Zaun drüber. Auch nicht.
So, ich muss irgendwie... Das ist schon ein Witz, oder? Boah, ab und zu geht mir die Sucherei schon auf die Eier. Die Generatoren sind da hinten. Ich hacke das Tor. Ah, okay. Und dann ist da eine Kamera versteckt. Träger wieder nach oben. Und schon kann ich das Tor entriegeln. Sehr gut. Halleluja. Das schaut doch fast nach einem Kran-Express aus. Sag ich doch. Söderle. Hoch mit uns. Da ist der Generator. Jawohl, passt. Sehr gut. Zack. Das sollte reichen. Betreten Sie den Bunker. Ich hab das System online gehen hören. Warte auf mich. Warum? Ist doch sicher. Da war seit Jahren niemand drin. Weil ich dein Gesicht sehen will, wenn die Tür aufgeht. Aha, die Tür auf. Sehr gut. Oh, Ray. Du hast meine Datei gefunden. Hab mich schon daran gewöhnt, dass es rund um die Uhr Männer regnet im Bunker. Ah, okay. Lustig. Cool. Home sweet home. Gut. Zack wird das gut gebrauchen können. Clara, wir müssen noch etwas klären. Niemand darf davon erfahren. So lange, bis ich damit fertig bin. Geht klar. Hilf mir, sie online zu kriegen. Schalten Sie den Strom im Bunker ein. Alles klar? Na dann viel Glück. Tata. Und das System fährt hoch. Oh nein. Oh, Kallis. Oh, Staubablagerung. Bloom hat wohl die meiste Hardware entfernt, doch. Entscheidend sind die Verbindungen. Voila. Kann man uns von hier aufspüren? Das ist ein Sicherheitsbereich. Bauartbedingt nicht aufzuspüren, nicht zu hacken. Und doch hacken wir uns hier ein. Ich muss wissen, woher die IP-Adresse stammt. Immer noch, stimmt. Sehen. Warum interessiert sie dich? Ist nur eine Spur, mehr nicht. Wie kam Damien nur da dran? Das ist echt gut versteckt. Keine offenen Hintertüren. No backdoor? Kommt scheinbar aus dem Rossi Freeman Bezirk. Viceroy Territorium.
Da. Kameras. Damit können wir einen Blick reinwerfen. Kommst du von hier aus ran? Nein, die sind komplett vom Netz getrennt. Das ist merkwürdig. Wenn ich von hier aus nicht rankomme, dann gehe ich an die Quelle. Ich mache hier alles fertig, bis du zurück bist. Ha, Kommando Hauptzentrale verfügbar. Gut, das war's. Eine USV liegt hier rum. Sehr schön. So. Dann geht's wieder nach draußen. Da reinzuziehen, sollte ich nicht machen. Vertrauen ist gefährlich. Aber ohne sie wäre ich aufgeschmissen. Vielleicht ist sie meine einzige Freundin. Ja, das könnte gut sein. Gut. Puh, dann wird das mal erledigt. Dann geht's wieder ab ans Festland. Braucht das CTOS einen Reboot? Das Rathaus ist bemüht, die Probleme mit dem CTOS-Netzwerk herunterzuspielen, obwohl zahlreiche Berichte über Systemfehler aus der ganzen Stadt vorliegen. Es gibt zum Beispiel Meldungen über falsche Ampelschaltungen, Stromausfälle und Telefonstörungen. So, wir schauen doch glatt mal bei Tobias vorbei, der hier seinen Shop hat. Mal sehen, was wir bei dem kann alles so ergattern können. No. Hi. Köder. Oh, schön. Fokus Boost. Hau gleich mal 4 her. Weißt du was, komm, wir klatschen es alles vor. Ist dir doch keiner alles, gefolgt, der soll ein bisschen Kohle verdienen, der gute Mann. Halt. Eins geht noch. Köder, 15 Stück. Brieftasche sagt, alles in Ordnung. So, ich könnte zwar alles selber herstellen, aber das ist irgendwie gerade langweilig. Und schon hat der Gute ein bisschen Kohle verdient. Hier ist eine mördermäßige Ding unterwegs. Ein QR-Code. Die Frage ist nur, von welcher Kamera aus. Die sind teilweise gar nicht so easy zum Finden. Habe ich hier irgendwo eine Kamera? Boah, die ist echt crazy, der QR-Code. Vielleicht von da vorne irgendwo, weil das schaut brutal verzerrt aus. Da ist eine Kamera. Die gehen wir mal rein. Dann habe ich hier noch eine Kamera. Nein, von da ist es nicht möglich. Da ist noch eine Kamera. Da komme ich aber nicht zurück. Ja.
Nein, die ist es nicht. Die ist es auch nicht. Boah. Okay, der QR-Code, der hat's mal in sich. Vielleicht ist er aber auch komplett von der anderen Seite sichtbar. Ja, da fügt er sich jetzt zusammen langsam. Ja, 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 von der Seite. Die Frage ist nur... Aha, ja, hier baut er sich langsam zusammen. Seht ihr? Und zwar... dieser Blickwinkel hier fast. Das heißt, auf der anderen Seite muss irgendwo noch eine Kamera sein. Ja, 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 da ist er. Gut. Heißt, die Kamera muss es sein, oder? Jawohl! Scannen! Jawohl, wieder eine Audiodatei gefunden. Cool! Die Kommandohauptzentrale hat wieder geöffnet. Und damit stehen uns jetzt wieder alle Wege offen. Wir können endlich die IP-Adresse weiter zurückverfolgen, die Damien uns gegeben hat. Und ja, da werden wir noch einige spannende Situationen erleben. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis demnächst.